Dark Souls, sage ich euch. Schon wieder irgendwas knapp, ey. Nein, Mann. Ach, geh durch. Ja. Ja. Gibt es noch nicht. Es muss doch möglich sein. Wir sind jetzt schon fast bei 10 Folgen Dark Souls, wo ich halt echt nur auf den Sack krieg. Von den beiden. Und das eine Mal hätte ich den Endgegner besiegt. Ja. Das kotzt mich richtig an. Oh, ja, komm. Erstmal wieder schön Damage reinhauen, ne? Du kleine Village People Fan-Typ, Alter. Genau das ist der Grund, warum ich mich so lange vor Dark Souls gedrückt habe. Das ist echt hier, das sucht seinesgleichen. Wir hatten so viele andere Endgegner, die wesentlich geiler waren und bei denen habe ich nicht so lange gebraucht. Das muss man mal auch ganz ehrlich sagen. Das Spiel hatte schon bessere Endgegner. Ja, komm. Hier. Für Mutti. Richte dir schöne Grüße aus, wenn du sie am Grab besuchst. Juh. Das war nicht so cool. Ja, es war, Alter. Weil die Typen so, oh, den klapp ich mir, Mann, den mache ich richtig für dich, Alter. So sind die Typen drauf. Das ist ganz schön. Also, oh, jetzt kommt er nur angelaufen, das heißt, gleich springt er wieder, weil er, doch nicht. Na, komm rüber. Ist also klar. Jo, gleich Tag Team. Es gibt es nicht. Ich stehe auf, drehe mich um und kann mich nicht mal wegbewegen, während die mich angreifen. Ich greife die an und die bleiben stehen und können sofort draufhauen. Wenn ich wirklich so ein Lowlife-Typ bin, Alter, wie kann ich die denn fertig machen? Das macht... Das macht keinen Sinn, Mann. Ja, töte mich mal bitte. Danke. Naja, mal gucken. Ich weiß, dass es noch viel schlimmere Endgegner, glaube ich, gibt. Also, aber die sind wenigstens optional. Die hier nicht. Und ob die wirklich schlimmer sind, weiß ich auch nicht. Das muss ich mal dazu sagen. Ach, wirklich? Jo, dann gefällt ein Schild. Ich guck mal, ob ich meine Sachen mal fix reparieren kann.
Ich nehme dich mal mit, obwohl du nichts hast. Ich habe nämlich keinen Bock, dass mir die Lanze dann irgendwann zerspringt, weißt du? Das ist nämlich ziemlich cool. Ausrüstung reparieren. Kann das sein, dass wir die Lanze nicht reparieren können und wir Pech haben und sie springt uns irgendwann einfach auseinander? Wäre nicht geil. Das wäre richtig ungeil. Och, Alter. Manchmal sind diese Gegner nervig. Das heißt, es wäre am besten, wenn wir jetzt die beiden besiegen. Allerdings habe ich jetzt schon wieder zwei Essensflakons weniger, was natürlich den Kampf super einfach macht. Ist aber so ein bisschen nervend. Aber sind Typen hier sind auch nicht cool. Gewalttätigen Drecksack, Alter. Oh, da läuft der schon wieder nur her. Alter, dieser Hammer, ne, wie ich ihn hasse. Wie ich den Typen und seinen Hammer einfach hasse. Das kann man sich nicht mehr vorstellen. Ratsuche, ja, ich suche gleich mal Rat, Alter. Stefan Rat oder so. Diesen Moderator. Na, komm her. Bam. Ich glaube, ich nenne das Spiel einfach um und stirb häufig Souls. Oder es heißt Dark Souls war deine Seele, wenn du das Spiel spielst, richtig dunkel wird. Ach ja. Waffe in Gefahr, geil. Sperren Axt mit einem langen Schwere, es gibt zwei verkundliche Angriff. Okay. Hier steht aber nicht, wie ich sie reparieren kann. Waffengefahr. Ja, also unsere Waffe wird auf jeden Fall kaputt gehen. Das baut auf. Ich laufe nochmal rüber zum Schmied, vielleicht kann er noch irgendwas drehen.
Wir gucken mal kurz nach. Es wäre nämlich schade, wenn die kaputt geht. Wäre nicht so cool. Die geht nämlich eigentlich gut ab. Jedenfalls bei diesem Kampf. Mal gucken. Ja, der Kater macht sich jetzt auf dem Karton bequem. Diese Nachrichten verstehe ich nicht. Ich bin ganz ehrlich dafür, dass die mal rausgepatcht werden oder so. Ich verstehe nicht, warum das hier nicht drin ist. Das ist so unschön. Das ist echt scheiße. Ich stecke jetzt mal ein bisschen hier den Kram. Juju. Gut, wir haben gelernt, unsere Waffe können wir nicht verstärken. Nicht reparieren. Wahrscheinlich, wenn wir die verstärken würden, ne, einmal aufbessern, dann wird's gehen. Ist aber jetzt nicht drin. Schade. Schade, schade, schade. So, ich gehe mit Absicht hier rum. Das heißt, ein, zwei Versuche machen wir mit der Waffe noch und dann war es das auch, jedenfalls mal abgesehen von der Waffe, halt auch erstmal für die Aufnahme. Mann. Das macht einen ganz schön fertig, hier nur die beiden halt zu versuchen weg. Och. Ja, Mann, genau, Alter. Ihr verdammten Riesenpenner. Alter, warum denn? Okay, ich glaube, hier ist laut Mucke irgendwann. Ich hoffe, man hört es nicht in der Aufnahme. Das war so klar. Jo, jo. Nee, das war's erstmal für die Aufnahme. Von Dark Souls, vorerst von mir, Crank Reaper auch. Ich hoffe, wir schaffen es wirklich in einer der nächsten Episoden. Ich setze mich demnächst wieder ran. Ich mache jetzt nicht so lange Pause wieder zwischendurch wie vorher. Und ich hoffe, wir schaffen es dann, die beiden wegzuhauen. Bis dahin, eine schöne Zeit. Schreibt mir in die Kommentare, was ihr davon haltet und so weiter, wie immer. Haut rein!